Brand ist hart gehittet, sieht man jetzt anscheinend auch. Da hinten versucht man noch die Autos zum Explodieren zu bringen, um potenzielle Leute dahinter irgendwie rauszutreiben. Brocker jetzt, ja, keine Chance mit der FK-14 auf die Distanz. Wanted mit einer schönen Performance. 8 Kills mittlerweile, sie ist jetzt super, super gefährlich. Stoneguard von der Seite ist noch innerhalb des Feldes. Open Field liegt er da und hat da wahrscheinlich die angenehmste Position von allen. Muss er nur noch am Bot. Wanted mit dem nächsten Frack hier auf Thriller, der aber dahinter kommt. Und das ist wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob es das Ende wird. Den sieht man sogar noch. Das war's! Schönes Ding hier nochmal. Wanted mit 3 Kills. Völlig verdient hier. Am Ende. Oh! Das ist wirklich. Oh, lol! In einer Minute starten. Wir gucken mal ganz kurz in die Lobby, wen wir da haben. Oder damit ihr das nochmal ganz kurz auch selbstverständlich seht. Smone Shopper, Siren, Bulettenplanet. Bulettenplanet, ja, der Spieler der Welt. OP haben wir dabei. Ansonsten haben wir auch das Team um Cartman in Bierbank, als auch Nexus und Sane. Oh Gott, das Fahrtland ist auf Platz 2 mittlerweile. Hat also jetzt gerade auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Platzierung, wenn nicht sogar ein Dinner geholt. Erst in Lobby 2 und dann gehen wir aufs Ende direkt auf Lobby 1 zu. Ist es gleich los? Sind wir in der Lobby? Perfekt. Schalten in den Opener und dann geht's los mit der letzten Runde des heutigen Tages. Viel Spaß. Diesmal eine Flugroute, die wir bis dato so gar nicht gesehen haben. Komplett vertikal, von unten nach oben. Nicht zentriert, etwas westlich. Ansonsten sehen wir sehr, sehr viele Early Drops in der Sovnovka Military Base. Da bin ich mal gespannt. Da auch der Bulettenplanet. Ja, der Bulettenplanet, ja, einer der Spieler der Welt hier. Cartman, Bierbank und Co., die starten Richtung Primorsk. Dann natürlich momentan komplett alleine. Wahrscheinlich eine unglaublich angenehme Erfahrung gleich für sie. Ja, und da ist die Zone selbstverständlich. Jetzt auch hier die Rotation weiter. Ansonsten hast du halt noch nicht viel. OP muss sehr, sehr weit rotieren. Unglaublich unangenehm für sie. Und hier sind zwei Teams, die nebeneinander wirklich fahren in die Zone. Und Team 4 da oben, also die Hälfte von Team 4, die könnt ihr jetzt auf Farlocks nehmen. Man sieht hier, das ist Nummer 2. Und das ist jetzt auch natürlich angesagt. Und jetzt stellt man sich dementsprechend da natürlich auf, um was irgendwie zu schauen. Ja, will da aber weiter weg. Ja, guck mal hier, die Knights of Pittsburgh haben ihr eigenes Logo da. Übrigens, einer unserer EU-Vertreter für das PGI in Berlin vom 25. bis zum 29. Juli. Aber sonst noch keinerlei Kontakte. Also der Bulettenplanet und sein Team, die haben mittlerweile, denke ich mal, neue relativ durch. Benjamin und Co. Die wollen da oben rein. Benjamin kriegt den ersten Headshot ab auf den Zweierhelm und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Er muss da drehen. Fährt aber sehr, sehr gerade und das ist natürlich einfach auch noch zu treffen. Jetzt ein bisschen im Zickzack und die Bäume als Hintergrund. Das, liebe Freunde, war jetzt ein bisschen glücklich natürlich auch für den Benjamin. Sagen wir es mal so. Mit dem Kopf durch die Wand, die holzame Methode. Wenn einer ist, dann schießt er schon auf mich. Da ist einer, also weg mit dir. Holy shit. Jetzt hier der Versuch von Warsmoke. Mit der M24. Reicht er den? Nein! Aber jetzt ist man natürlich bekannt. Den auch nicht. Und jetzt wird man von anderer Seite angeschossen. Oh, da wird man lieber auf die AR wechseln. Da hätte man besser... Was ist das denn bitte für eine Kavalierspiraterei? Den müsste er bekommen. Kriegt er jetzt eigentlich mal auch. Also das war ja Not gegen Elend. Snitch bekommt den nächsten, den Weber. War etwas angenehmer. Und Bancha Linjo, der ist noch dahin. Und den kriegt man sogar! Snitch, du alter Gott! Starkes Ding! Vado Life kriegt an anderer Stelle einen rein. Bencho jetzt down. Closer bekommt da oben ein, zwei Leute auf den Sack. Yoda! Der muss da aufpassen. High Ground gegen ihn. Am Fairway. Es ist halt dieses zentralisierte Ding. Vado Life jetzt down. Der von der Seite nochmal den ersten kriegt er, den zweiten nicht! Und das wird es dann für ihn noch gewesen sein. Die nächste Zone immer noch um Primorsk. Es geht weiter in Richtung Südwesten. Dementsprechend auch die Rotation sehr, sehr weit. Was ist denn mit Treffnix da oben? Hat er keinen Bock zu spielen? Und Treffnix oben, wer hat ein Auto? Leute, da geht's ab. Zero kriegt da einige Schüsse ab von OP. Wird jetzt auch rausgeschleudert. Die Autos verlieren die Reifen und Zero muss da aufpassen. Hat nur die Uzi am Start und der wird sterben. Keine Chance. Cartman wird an anderer Stelle in Primorsk abgeholt von Shitty TV. Zero jetzt down, damit auch nur noch zu dritt auf deren Seite. Mal haben. Da sieht man es auch nochmal. Nexus jetzt auch noch down von Yasin.
Da wird gut geschossen, Cartman und Nexus. Jetzt beide weg. Da liegt die Smoke natürlich. Man ist da so open, man ist mittlerweile aus Primorsk rausgegangen. Einfach, weil man rotieren muss. Und wird von hinten jetzt komplett backstabbed aus der Entfernung. Das ist so schlimm. Und Rang Nummer 12. Ich weiß nicht, ob sie dann immer noch in den Top 4 werden. Sie dürfen auf jeden Fall jetzt nicht sterben. Cartman jetzt endgültig weg vom Fenster. Und genauso wie Nexus. Und wie viel sind es dann noch? Wir schauen mal auf die Map, wo die anderen momentan stecken. Immer noch am Leben. Wir sehen, es ist weiter bei den Yellows anscheinend, die wir da hinten haben. Shitty TV nur 11 Schuss. Ja. Wir banken uns eigentlich Leben zwar noch. Ja, schönes Ding hier gegen Ace. Borul holt sich das Ganze. Phalanx und Exit Aims, die sind noch da oben drüber. Sind aber in etwas Distanz natürlich mittlerweile schon. Von über 100 Metern. Die werden wahrscheinlich nicht mehr Ace irgendwie wieder zurückholen können. Unangenehm, sage ich dazu nur. Unangenehm. Lol. Okay, der Headshot, der sitzt. Der hätte nur darauf gewartet. Da war anscheinend der Call, dass da jemand ist. Die Nate. Die kommt jetzt dabei rum. Ja, ich weiß nicht, ob sie direkt gegen den Baum geht. Na, ist auf jeden Fall nicht weit genug gewesen. Ja, dahinter. Oh, schöner Hit nochmal. Der connected auch. Aber noch ein Body. Das heißt auch hier ohne Ergebnis. Paul wird sich heilen können. Den hat man gesehen. Wieder ein schöner Headshot. Der Steierbuhr, der hat richtig Spock. Das ist Steierbuhr, irgendwo aus Bayern wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Der Nächste, der Junge mit der SKS. Ja, ihr seht ja mal, was ein Vertical momentan anrichten kann. Das ist so hart am Start. Von hinten kommt gerade Lubuki. Und der letzte Mann, der Raoul, der kriegt ja auch nochmal einen rein. Er lässt den letzten Shot wahrscheinlich wem anders. Ein HP noch, ein HP vom Raoul. Steierbuhr. Gegen Treffnix. Treffnix ist in die Zone gekommen. Treffnix ist wirklich in die Zone gekommen. Von Stalber oben. Holy fucking shit. Damit hätte ich nicht gerechnet. Da wird man auch... Oh. Zack, der erste hittet. Der zweite leider nicht, aber der Steierbuhr. Der ist Jäger. Oh mein Gott. Also das Ding ist ein Geschenk. Das war es. LP Metase holt sich den Raoul nochmal ab und dann sind es auch nur noch 11 Teams overall. Kommt er auf SM1 an. Er kriegt hier aber niemanden. Kartoffelt da komplett rum. Und Nightshift holt den eigenen Mann. Was ist das denn? Was bin ich sehend? Komplett geisterkrank. Oh, Zimmerson. Jetzt hier gegen Jan. Also OP. Die hängen hier noch komplett drin und Zimmer. Oh, muss aufpassen. Ist hier gegen ein komplettes Team. Also, oh, schöner Headshot aber. Die Frage ist, ob er hier noch irgendwelche Nades hat. Von der Seite kommt er ran. Und jetzt gegen 4. Das ist so, also ich will nicht sagen, unmöglich. Den hat er nicht gesehen. Den zweiten nimmt er auch nochmal. Und den Nummer 3 vielleicht. Oh, jetzt hat er aber harte Hits nochmal gefressen. Der wird stürmen. Der wird stürmen. Kriegt er sich nochmal durch? Muss da aufpassen. Momentan noch eine gute Chance, dass man da auch den nächsten Mann wiederholt. Das Pre-Fire hat man natürlich. Oh, die Nate. Die Nate. Die Nate. Das muss hier rein. Und das war's. Aber die Idee dahinter, die war stark. Die Nate, die bekommt niemanden mehr. Und jetzt aber Shitty TV mit der Möglichkeit, da noch mal einiges rauszuholen. Muss man rechts gucken. An der Treppe ist man da auf jeden Fall. An der Außenwand noch der letzte Mann. Vio dort am Start. Jetzt weiß man, die letzten beiden, die sind irgendwo da oben. Oder sind es vielleicht drei? Guckt man hier in die falsche Richtung. Guckt in die richtige Richtung. Da steht aber noch einer. Den hat man auch gesehen. Den hat man nicht gesehen. Aber den kriegt man... Was war das denn bitte von OP? Beziehungsweise von Shitty. Ein bisschen Glück war dabei, aber insgesamt schaffen sie es ja, dieses Squad komplett zu herauszunehmen mit nur zwei Leuten, die Kontakt hatten. Hui. Zane und sein Team schauen, als auch Team Nummer 4, die da unten momentan sind. Und die sind immer noch in den Yellows. Das sieht gut aus für sich. Also ich würde sagen, wenn sie jetzt hier noch ein, zwei Plätze sicher machen, dann ist es auf jeden Fall safe in Runde Nummer 2 für die Jungs. Bierbank hat das ja schon immer versucht, wenn ich das im Kopf hatte, hat er so ein bisschen Bad Luck natürlich auch mit dabei. Und jetzt scheint es anscheinend mit diesem Team zu funktionieren. Und von Cartman haben wir heute in der ersten Runde auch schon, oder in der zweiten Runde, die wir gecastet haben, insane Shots gesehen. Also wirklich insane Shots. Snitch wird da abgeholt. Warsmoke mit der M24. Da weiß man natürlich, dass da mindestens einer ist. Da geht jetzt Shidomi sehr langsam hoch. Sind aber drei. Ich glaube, die hat er nicht gesehen. Nummer 1. Nummer 2. Die müsste eigentlich bekommen. Warsmoke aber super low. Und das war es auch mit ihm. Shidomi, das war ein Pflichtkill. Und jetzt versucht man ihn irgendwie zu retten. Weiß man aber nicht, wie viel da unten noch sind und entscheidet sich dagegen zu stürmen. Das ist super interessant. Das bringt natürlich Shidomi hier die Möglichkeit, auch wenn er schon mal genockt war,
zweimal genockt war anscheinend. Irgendwie ihn wiederzuholen. Interessantes Ding. Der Versuch. Oh, Paddy. Krieg den nächsten rein. Warsmoke, der Sniper auf Doom. Der hat ja echt. Also, ich muss sagen, Warsmoke macht hier wirklich schöne Shots. Mittlerweile wieder den ersten geratzt. Schöne Nate! Zwei Leute aus dem Spiel! Genockt! Holy shit! Warsmoke aber kriegt hier nochmal Paddy. Raus aus dem Game. Insgesamt. Und jetzt ist es nur noch Warsmoke. Der Held. Ein Mann, eine Legende. Gegen Crowser und Chidoni. Und die Zone, die kommt jetzt gleich. One Momentum wird gerade rausgeholt. Shitty TV im Return von Sacrospot. Oh, schönes Ding hier nochmal, aber. Das war's dann aber auch mit ihm. Warsmoke kriegt der Chidoni. Bevor Chidoni schon Zinker bekommen hat. Crowser auch noch am Start. Dann ist es nur noch Crowser gegen Warsmoke auf der Seite. Aber hier kriegen wir gerade auch. Ja, Nightshift, der versucht da was zu machen. Schafft es auch. Viewbeam aber war das von der Seite geholfen. Und das war es auch für ihn. Zack, Team Nummer 6 raus aus dem Spiel. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Map, wie das da oben geendet ist. Das sieht so aus, als wäre Crowser hier der Überlebende. Bierbank und Sane, die müssen jetzt rotieren. Sind jetzt mittlerweile auf Platz 4. Damit kann man auf jeden Fall diesem Team gratulieren. Damit seid ihr erstmal safe in Runde 2 und dürft nächste Woche natürlich auch dann gegen alle spielen, die invited wurden oder selber die letzten Qualifier weitergekommen sind. Herzlichen Glückwunsch. 7 Leute noch live. Vio muss da weiter, gar keine Frage. Oben ist nochmal Crowser. Hat dann Warsmoke auch doch bekommen, aber Chidoni wurde früher schon refragt. Team Nummer 4 momentan die beste Idee dabei. Bierbank mit dem ersten Headshot gegen Randale-Rentner. Ja, in meinem Alter, da gehen die Reaktionen natürlich auch zurück. Starker Shot nochmal. Sane macht das gut. Ich muss wirklich sagen, Sane hat ein Aiming, was ist on point. Vio müssen jetzt über die Straße. Sane bekommt die ersten Treffer nochmal ab. Crowser. Sieht er natürlich auch sehr, sehr schön hier von Vio gemacht. Damit nur noch 3 Teams alive. Und es ist eine 2 gegen 3 gegen 1. Die Rotation an die Straße, einfach um den Highground ein bisschen zu nehmen. Und die Idee dahinter ist natürlich die, dass man als erstes Viobeam rausholt, weil man ganz genau weiß, da sind 3 Leute mindestens. Also Security hier mit dem zweiten Platz mindestens will diesen Kill hier bekommen. Bierbank natürlich ein unglaublich erfahrener Spieler. Und mit unglaublich erfahren meine ich hier wirklich seit Season 1 sehen wir in den Leaderboards, hatte da schon ganz gut Erfahrung. Randale-Rentner übrigens jetzt raus. Sehr, sehr wichtige Win-Kondition auch für Bierbank und Sane. Und Team Nummer 4, die sind als einziges wirklich in der Zone und dementsprechend auch in der angenehmsten Zone. Bei Jobim an der Seite, den hat er nicht gesehen. Jetzt. Zack, das war's. Und jetzt heißt es hier 2 gegen 3. Momentan auf jeden Fall. Der Airdrop könnte eventuell als potenzielle Deckung noch bieten oder dienen. Sane. Zack, Nummer 1 down. Randale-Rentner weg aus dem Spiel. Und jetzt ist es ein 2 gegen 2. Und trotzdem, die Zone ist noch am Moven. Das ist so wichtig jetzt hier für Team Nummer 4. Wir haben zwar den Lowground und die haben das Hardcover. Und das ist jetzt der Überzahlvorteil für Sane und Bierbank. Werden sie es schaffen, das Ding hier wirklich nach Hause zu holen? Grigo, der letzte Überlebende, der weiß ungefähr, wo sie sind. Der weiß, aber verpasst sie jedes Mal. Jetzt der Versuch, aber Grigo von der Seite wird angeholt und Bierbank holt den letzten Kill. Und die schaffen das tatsächlich noch. Wobei Nexus als auch Cartman einfach nur weggeböllert worden. So früh. Ganz, ganz starke Performance und hier auch verdient in Runde Nummer 2. Liebe Freunde, und wir schalten direkt parallel in Lobby 1. Dort momentan ja auch mitunter das Team, nicht nur GNC oder die Jungs von Infected dabei, sondern auch Olli Pocket. Auch Haze Wanted, als auch Tornado-Tobi, die da anscheinend eine sehr, sehr ungünstige Zone haben. Die Zone rund um Pushinki am Zuziehen, 10 Teams overall noch alive und 26 Leute am Leben. Und jetzt bin ich gespannt, wie man da rotieren möchte. Bei Team 19, ja, da muss man jetzt Team 8 irgendwo forcen. Und die stehen momentan in der Tabelle nicht auch relativ weit vorne. Auf Platz 2, glaube ich. Also das sind direkte Konkurrenten. Jetzt sehen wir nochmal Haze und Co. Die da unten sind auch gespottet. Die Jungs, die werden sich, oder Jungs und Mädels, die werden sich eher zwangs... Oh, schönes Ding von Wanted. Mit dem Snipe gegen Hollow. Franzi, übrigens im Hintergrund. Hat sich da versteckt von Team 1. War stark gerade gegen Nasus geschossen, der da versucht, so ein bisschen zickzack zu rennen. Olli Pocket jetzt auch noch down durch die AUG. GNC holen sich jetzt den Nasus, please. Das heißt, Team 19 von zwei Seiten unter Beschuss. Ganz, ganz starkes Ding. Der Finish ist direkt durch. Olli Pocket wird ebenso gefinisht von Team 9. Also Team 9 da hinten mit der perfekten Position innerhalb der Zone. Und ganz, ganz stark. Prinz Koala jetzt noch. Nur noch 14 Brass am Leben. Und das war's dann auch. Platz Nummer 10. Und das könnte eventuell nicht reichen. Der Finish hier gegen Franzi. Geht jetzt langsam. Man hat noch Zeit. 40 Sekunden noch, bis die Zone überhaupt zugeht. Bis die nächste überhaupt
da ist. Und dementsprechend die Smokes, die sehen wir hier sehr, 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 sehr stark. Olli, Pocket als einzige momentan draußen. Maybe mit dem nächsten Kill. Anfist, dann sind noch 19 Drops alive. Jetzt gibt's nochmal auf die Jungs von Team Nummer 19. Alle long. Tornado Tobi hat sich dann nochmal geheilt. Man liegt in der Smoke. Starkes Ding hier, Frilla. Und ihr Wanted raus. Jetzt wird einfach nur noch in die Smoke geböllert. Tornado Tobi auf Avatox. Ganz, ganz wichtiger Frag für ihn, um da weiter nach vorne zu kommen. Der, ja, der Finish ist direkt durch. Damit sind es nur noch Hulo, als auch Drax, der sich da versteckt. Auf Avatox wird er nochmal geschossen. 9 Teams noch live, 20 Leute noch am Leben. Und Team 19 müssen jetzt nach vorne. Zone wird moven. Geht aber für sie zu. Viel aufs Open Field. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viele Leute gleich wieder liegen sehen hier. Und Team Nummer 3, als auch Morka, der noch von Team Nummer 13 am Leben ist, die werden einen ganz, 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 ganz schwierigen Weg in die Endzone haben. Jetzt kommt man hier bei GNC irgendwie. Ah, wird hier getroffen von Haze. Steht hier völlig offen. Muss hier hinter die Ridge wieder durch. Und jetzt geht die Zone langsam zu. 1,20 hat man hier quasi. Noch von hinten kommt man. Remake wird geholt. Refrag direkt. Von der anderen Seite und jetzt, oh, schönes Ding hier mit der M16, voll in den Kopf von Hancheon, ganz, ganz stark gemacht, da kommt viel, Freezy jetzt auch, einige Kills bekommen ab, Hancheon relativ low, muss da aufpassen, wird hier auch nochmal weggeholt, Daniel mit der Chance, mit der auch da einiges nochmal anzurichten, Little Down, Hancheon hat sich sogar geheilt sogar noch, Nebi jetzt aber gefinished, und jetzt muss man gucken, ist er da hinter dem Stein oder ist er da nicht, man hat nur die OMP und man weiß, die Zone, die ist einem Rücken, die macht jetzt richtig Druck, da oben ist es Frilla, den hat er natürlich gehört, den hat er nicht gehört, um Gottes Willen, Daniel, der lebt da sogar noch, Team 25 jetzt raus, insgesamt Westside, damit keine Chance mehr, irgendwie was in diesem Match zu machen, 6 Teams noch live, Little geht's auch noch down, Hancheon und Frilla sind noch am Leben, jetzt muss man irgendwie reinkommen, den hat er natürlich gesehen, aber Freezy ohne Chance, Frilla super low, der darf nicht mehr die Zone berühren, und der rennt jetzt um sein Leben, Team 19 immer noch am Start mit 3 Leuten, dass die das noch geschafft haben, keine Ahnung, Mocha, genauso. Tornado Tobi versucht hier Frilla jetzt mal zu holen, der versucht aber hinter der Edge abzutauchen, schafft das Ganze auch noch. Mocha mittlerweile auch unbekannt, ist hart gehittet, sieht man jetzt anscheinend auch, da hinten versucht man noch die Autos zum Explodieren zu bringen, um potenzielle Leute dahinter irgendwie rauszutreiben. Mocha jetzt, ja, keine Chance mit der MK14 auf die Distanz, Wanted mit einer schönen Performance, 8 Kills mittlerweile sie. Olli Pocket mit 4 Kills. Hat die Hälfte der Frags bis dato gehabt, ist aber schon raus. Und jetzt versucht man natürlich ganz, ganz viel da zu holen, was da irgendwie drin ist. Die Pre-Fire-Schüsse gehen aber noch alle daneben. Kann man nicht sagen, dass das hier einfach ist. Denn vor ihnen stehen natürlich noch 400 IQ, als auch noch, ich weiß nicht, wer es ist, Retter ist, glaube ich, versucht einfach nur reinzusprayen. Das ist jetzt super, super gefährlich. Stoneguard von der Seite ist noch innerhalb des Feldes. Open Field liegt er da und hat da wahrscheinlich die angenehmste Position von allen. Muss er nun am Bottom Wanted mit dem nächsten Frag hier auf Thriller, der aber dahinter kommt. Und das ist wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob es das Ende wird. Den sieht man sogar noch. Das war's! Schönes Ding hier nochmal. Wanted mit 3 Kills. Völlig verdient hier. Am Ende aus diesem Fight rausgegangen. Hier um die Ecke, da steht natürlich noch Holo. Also vorne und die können jetzt ganz, ganz schnell was machen. Der erste wird bekommen, Wanted mit dem nächsten Kill. Der Junge ist eine Maschine. Der heißt nicht nur Wanted, der will auch wirklich. Dahinter steht man noch auf Holos Seite. Ja, wird er gesehen, ist die Frage. Ist gesehen worden. Er ja, ist dadurch bekannt. Der Spray geht ein bisschen daneben, schafft man aber trotzdem Holo rauszuholen. Wanted hier mit dem nächsten Kill. Tornado Tobi, für dich haben wir heute leider kein Foto. Damit hier das 3 gegen 1. Und es sollte es eigentlich wirklich entscheiden. Ansonsten bin ich gleich gespannt, was wir gleich in dem Ranking sehen. Insgesamt, welche Teams overall dann auch für die Runde 2 qualifiziert sind. Hier wird pre-fired ohne Ende, aber Stoneguard, der Mann ist eine Legende. Krabbelgruppe U3, komplett 2 Jahre lang durchgezogen bis zur Einschulung. Ganz, ganz starker Typ. Tornado Tobi, den hat er jetzt im Blick, den sieht er auch. Letting him. Genommen haben. Wie kommt er? Ja, hier kommt aber von hinten. Wanted und Hasty am Berg. Und Wanted bekommt den letzten Kill des heutigen Tages. Völlig verdient natürlich auch mit der MK14 hier eine ganz große Glanzleistung. Starkes, starkes Ding von ihnen hier. Ganz schöne Performance. Maybe und sein Team hier auf Platz Nummer 3. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all.